Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch nicht wegen meiner Stimme, meine Nase ist ein bisschen zu. Und zwar habe ich heute was sehr Cooles für euch Mädels. Ich glaube, ihr kennt alle das Problem, dass man auf einen Geburtstag eingeladen ist oder die Mädels sagen, hey komm, lass mal irgendwo was trinken gehen oder tanzen, was weiß ich. Und dann steht man in seinem Zimmer vor seinem Kleiderschrank und denkt sich nur so, ich habe nichts mehr zum Anziehen. Was bitte soll ich anziehen? Dann fragt man natürlich die Freundin, ey, was ziehst du an? Und dann gucken wir, was man anzieht. Und ach, immer dieses Problem, immer dieses Mädchenproblem. Ja, aber ich habe eine coole Lösung für euch. Also was heißt eine Lösung? Zwar nicht für alle, aber für einige. Und zwar, da ich das Problem selber habe. Und ich dachte mir, okay, wenn ich irgendwo weggehe, dann habe ich immer bis jetzt hohe Schuhe mit einer engen Hose, eine normale Jeans angezogen und ein hübsches Oberteil. Aber irgendwie dachte ich mir, boah, Enya, ganz ehrlich, so läuft jeder rum. Und das ist irgendwie langweilig. Ich bin, von der Größe her bin ich 1,63, 1,65. Ich trage XS, ansonsten 32, 34, damit ihr euch sozusagen ein kleines Bild machen könnt, wie groß die Kleider sind, in welchen Größen ich die bestellt habe, ist meistens immer 34 oder 32, halt immer das Kleinste. Ja, und das sind wirklich so schöne Kleider. Und eigentlich war ich nie so der Typ, dass ich so Kleiderröcke trage, aber momentan, ich versuche mich gerade damit so ein bisschen anzufreunden, weil ich das so schön finde und ich dachte mir immer so, also ich habe mir das früher gar nicht getraut und jetzt dachte ich mir, boah, egal, scheiß drauf, ich lebe nur einmal, ein einziges verdammtes Mal und ich ziehe das an, was ich will und das solltet ihr auch so sehen. Und da ich Kleider liebe, wirklich liebe, dachte ich mir, okay, dann bestelle ich mir das und dann gucke ich einfach, ob die mir passen und wenn das gut aussieht, dann behalte ich sie natürlich. Ich stelle euch jetzt diese Kleider nach und nach vor und vielleicht ist ja das ein oder andere Kleid für dich dabei. Das hier ist auch keine Werbung, ich habe das alles selber bezahlt, deswegen keine Sorge, Leute. Fangen wir an mit einem etwas gewagtem Kleid. Aber ich fand es so schön. Ich weiß auch nicht, wann ich es anziehen soll, aber naja, okay. Hauptsache, ich habe sowas in meinem Schrank. Und zwar ist das das hier. Ja, das ist einfach wie so ein Basic-Kleid. Also es sieht aus wie ein Nachthemd, aber wenn man es anhat, sieht es richtig gut aus. Ja, das Kleid liegt sehr eng und ich finde, das sieht auch sehr gut aus. Das Kleid ist schon relativ kurz, es hat einen Ausschnitt und einen kleinen Schlitz unten. Kommen wir zum nächsten Kleid und das ist auch so ein ähnliches Kleid. Diesmal ist es aber weiß und von diesem roten ist es so eher so ein, ja, so ein dehnbarer Stoff und von dem weißen hier ist das so schon fest halt. So ein glänzender Stoff, so ein bisschen seidig. Ist etwas länger als das rote, aber halt auch wieder mit diesem Ausschnitt und es liegt auch eng, aber nicht so eng wie das rote, aber es ist schon eng. Ich hätte es ein bisschen toller gefunden, wenn es noch ein bisschen enger wäre. Aber naja, okay, ist nicht schlimm. Trotzdem sieht es geil aus. Und ja, I love it. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Partykleid. Und zwar ist das das hier. Oh Gott. Ja, das ist komplett mit Pailletten bestückt. Und hinten hat das so einen Rückenausschnitt, so einen kleinen Rückenausschnitt. Vorne ist gar kein Ausschnitt, das sitzt wirklich schon wirklich bis hierhin. Aber es sieht trotzdem sexy aus, langärmlich, ist schon recht kurz. Unten ist es mir ein bisschen zu eng, also ich kann hier meine Beine nicht so gut bewegen. Aber naja, es ist jetzt nicht tragisch, es geht noch. Ja, es sitzt auch ganz eng am Körper, was ich auch gut finde. Und das sieht wirklich gut aus. Das ist mal auch etwas anderes. Von vorne sieht es aus wie ein Basic-Kleid einfach. Auch kein Ausschnitt. Ist sogar ein Kragen bei. Also so ein Kragen. Stoff ist sehr dünn. Sehr leicht. Und unten ist halt auch wieder so ein Schlitz. Es sitzt auch eng. Ist ein bisschen länger. Ist auch nicht zu kurz, finde ich. Also ist perfekt eigentlich. Und jetzt kommt der Highlight an diesem Kleid, und zwar ist das der Rückenausschnitt. Oh mein Gott, Leute.
Das ist so ein schöner Rückenausschnitt. Hier sind so Bänder. Und das ist wirklich sehr, sehr sexy. Und mir hat das direkt gefallen. Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Noch langärmlich. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall in das Kleid verliebt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das für mich das beste Kleid ist. Also für mich das beste Kleid ist hier das Rote. Das ist für mich ein richtiges Highlight. Ohne Witz, ich finde das so schön. Das schwarze Kleid hat die Größe 30. What the fuck? Ja, es hat die Größe 30, aber es ist wirklich nicht so klein, wie man denkt. Das rote war XS, also 34. Dann das weiße 34. Und das Paillettenkleid, das war größte. Hallo? XS auch 34. Ja, also ich will mich auf jeden Fall daran gewöhnen, öfters mal Kleider zu tragen, weil ich Kleider sehr schön finde. Und ich finde, man sollte sich das auf jeden Fall trauen. Ihr müsst halt nur gucken. Die Größen sind immer ausverkauft. Deswegen ladet euch die App am besten irgendwie runter oder so. Das ist wirklich keine Werbung, Leute. Ich schwöre es euch. Das ist einfach meine Empfehlung. Ladet euch die App einfach runter und fügt die Kleider, die halt ausverkauft sind in eurer Größe, fügt die in den Warenkorb hinzu und guckt halt jeden Tag immer in, also was heißt im Warenkorb, wo man diese, also einfach diese Lieblinge, das ist so ein Herzsymbol, eure Wunschliste, würde ich eher sagen. Und da guckt ihr halt wirklich immer wieder zwischendurch mal rein. Und wenn dann das Kleid verfügbar ist in eure Größe, das kommt dann, wird dann irgendwann angezeigt da. Müsst ihr halt nur selber gucken. Bei mir war es auch immer nur Glück, deswegen musste ich sie immer nach und nach bestellen, die Kleider, weil es sie nicht sofort in meiner Größe gab, was mich auch geärgert hat. Das ist ein bisschen das Doofe, weil die Kleider immer ausverkauft sind. Ja. Deswegen. Schaut dann vorbei und dann gibt es die auch irgendwann mal in eurer Größe, wenn ihr die wieder auf Lager haben. Apropos nicht zu vergessen, wenn ihr noch nicht die Glocke eingeschaltet habt, dann tut das mal und schreibt in den Kommentaren Hashtag Glocke, wenn ihr die Glocke eingeschaltet habt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Ich bin gerade ein bisschen crazy und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video und ich habe euch ganz doll lieb und ja. Einen schönen Samstag wünsche ich euch. Mua. Tschüss.